Herzlich willkommen im Puma-Käfig. Heute geht es wieder um Teenager und um Pubertät und um ein sehr spannendes Thema, um das Thema Tätowierungen. Mein Teenager will auf einmal eine Tätowierung haben. Grundsätzlich die Information, kein Tätowierer darf tätowieren, bis der Teenager 18 ist. Das darf er nicht und da liegt eigentlich ja schon die Nadel begraben, muss man sagen. Der Teenager möchte es trotzdem haben. Da sollte man in erster Linie Nein sagen. Denn der Teenager hat aufgrund der Bauarbeiten oben im Gehirn noch gar nicht im Kopf, was es heißt, etwas für immer zu haben. Weil ein Teenager lebt oft im Hier und Jetzt. Und das ist gerade für ihn aktuell. Und im halben Jahr denkt er vielleicht schon wieder anders. Gibt es überhaupt einen Grund, ist zu erlauben? Kann man dann überhaupt irgendwann Ja sagen? Klar, ab 18 sowieso. Und wenn vielleicht über eine lange Zeit ein gewisses Symbol, weil vielleicht Omi gestorben ist, eine gewisse Bedeutung bekommt, dann kann man es ja vielleicht in klein an einer gewissen Stelle dann eventuell erlauben. Das sollte man über ein paar Monate oder vielleicht über ein, zwei Jahre dann in der Tat beobachten, ob da ein Symbol immer noch so wichtig ist für den Teenager. Dann könnte man in der Tat auch mal Ja sagen. Manchmal kann man es nicht verhindern. Nachbarsohn Jakob, der ist 18, der war jetzt mit seinen Kumpels auf Mallorca, kam zurück, hatte eine Tätowierung, da stand auf seinem Oberarm Whisky. Das ist der Name nämlich seines Meerschweinchens, wie ich erfahren durfte. Also beim Thema Tätowierungen würde ich in der Tat eher Nein sagen. Ab 18 können sie es ja dann, wie gesagt, selbst entscheiden. Es gibt noch mehrere Themen in der Pubertät, mit denen wir uns beschäftigen wollen, wo wir Antworten finden wollen. Das ist in diesen Videos der Fall. Hier könnt ihr sie sehen. Bitte klickt drauf. Ich würde mich freuen. Euer Matthias.